Ja, Mahlzeit und guten Morgen, liebe Freunde der Nacht. Es ist Donnerstag, der 24.01.2019 und ich möchte heute mal wieder über ein paar politische Dinge reden. Also etwas, fange ja an immer mit etwas harmloserer Plauderei. Heute in meinem Schlafzyklus, ich rede ja wie einer daher, der im Weltraum lebt, also in so einer Weltraumstation. Da gibt es ja auch nur künstlichen Tag-Nacht-Zyklus. Das ist das Ergebnis von chronischer Depression, dass die Schlafzyklen schlecht sind, wobei ich schon immer, auch vor der Depression, immer ein Mensch der Nacht gewesen bin. Ein lunarer Nocturnal, sagt man im Englisch. Ich weiß gar nicht, wie man es im Deutsch sagen würde. Nocturnaler Mensch, also ein Nachtmensch. Weil die Nacht hat immer das Friedliche, keiner kann einen anrufen. Es kommt keine böse Post vom Jobcenter nachts. Keine Unbillen und nur Ruhe. Ich glaube, spirituell gesprochen, es ist auch eine andere Energie in der Nacht. Also, es gibt eine andere Schwingung, weil die meisten Leute schlafen und diese unruhigen Energieschwingungen, die die Menschen ausstrahlen, die Atheisten mögen mir jetzt verzeihen, wenn ich das so sage, aber ich empfinde es auch, dass tags eine andere Energie um mich schwingt. Jedenfalls. Es ist nach Wochen die erste Nacht ohne Albträume. Große Götter, waren die letzten Wochen scheiße. Ich meine, die Scheiße wird wiederkommen, weil der mich nun im März vermutlich drohende Umzug mich ja sehr aufwühlt. Unglaublich, das geht mir sehr nahe, aber davon soll jetzt mal nicht ausführlich die Rede sein. Ich habe es ja auch schon oft genug erwähnt. Aber ich war auch aus anderen Gründen extrem aufgewühlt. Ich komme noch dazu, das ist dann das große Politikum, über das ich gerne sprechen möchte. Ich las gerade, jetzt muss ich mir meine Brille aufsetzen. Ich las gerade, ich hatte ja kurz davon berichtet, es wird also nun tatsächlich neuer Feiertag, 8. März, wird zum Frauentag. Aber es ist leider dieses Jahr nichts, worüber man sich freut. Es ist ein Sonntag. Ich habe das meiner Schwester am Dienstag erzählt. Es wird wahrscheinlich der 8. März Feiertag. Sagt sie, ach, das kommt ja erst nächstes Jahr. Nein, nein, die ziehen das jetzt schnell durch. Sagt sie, ach, das ist ja schön. Dann haben wir einen Feiertag, guckte in ihrem Handy nach und die Gesichtszüge wurden langer. Das ist ja ein Sonntag. So ist das Geschenk der Politik. Wir schenken euch was, das nichts bringt. Na gut, in den nächsten Jahren wird es dann an anderen Tagen sein, aber es war so symbolisch irgendwie. Wir schenken euch einen Feiertag und der ist erstmal nix. Wenn das nicht hochsymbolisch ist für alles, was die Politik macht. Ist doch so, oder? Also mal ganz ehrlich. Gut, wie gesagt, es hängt ja mit historischen Dingen zusammen. Also. Denn am 8. März 1918 oder 19, jetzt weiß ich das Jahr gar nicht mehr. Also jedenfalls in dieser Zeit war das Frauenwahlrecht gültig geworden. So, also man bezog sich auf ein historisches Ereignis. Andererseits, wenn man die Entwicklung der Weimarer Republik nimmt, die aufgrund dieses neuen Wahlrechts ihre Entwicklung genommen hat. Ich sage das ohne Bosheit, ohne Niedertracht, aber objektiv als Platons Schüler und Anhänger der nüchternen Wissenschaft war das Ergebnis nicht so ganz gut. Das muss man auch irgendwie sagen. Also das ist die grandios gescheitertste Gesellschaft, sagen wir mal, der modernen Welt. Vielleicht, ich möchte mich jetzt nicht so sagen, also, aber es ist ja doch schallend gescheitert. Und dass die Weimarer Republik keine, wie soll ich sagen, erfolgreiche Gesellschaft war, das kann man, glaube ich, kaum bestreiten. Also in jeder Hinsicht, egal ob man jetzt so oder so steht, glaube ich, ob man jetzt in der klassisch modernen Demokratie verankert ist oder im linken Spektrum, im rechten Spektrum, was auch immer, oder gar, na gut, im monarchischen, traditionellen, ich glaube, es gibt kaum jemanden, der die Weimarer Gesellschaft für eine glückreiche, geglückte Gesellschaftsschaffung betrachtet. Vielleicht gibt ja alles, aber keiner, dem ich jetzt Vernunftargumente dadurch annehmen würde. Das macht es etwas kurios, den Beginn des Weimarer Frauenwahl. Mein Gott, es ist halt dann historisch da so gekommen. In der Schweiz kam das Frauenwahlrecht ja, glaube ich, erst in den 60ern. Also relativ spät. Darüber kann man geteilter Meinung sein. Ich meine, ich kenne Frauen und sind mir auch wert und wichtig. Unter den Hörerinnen wie im Freundeskreis.
Da fällt es mir menschlich schwer zu sagen, ich möchte ja gar nicht mehr, dass ihr Wahlrecht habt, weil diese Frauen, die ich kenne, sind alle klug, besonnen, denen ich das Wahlrecht mehr zutraue als manchen Mann. Das ist ja gar nicht das Thema. Vielleicht wäre dann wirklich ein Wahlrecht nach Prüfung die Lösung. Also nicht nach Geschlecht, weil es gibt ja auch dumme Männer, ist gar keine Frage. Dass man generell sagt, man darf ja in einer Gesellschaft, in einer modernen, nichts, ohne dass man beweist, man kann's. Also ich kann mich nicht einfach hinter Steuer setzen. Dass wir noch an den Computer dürfen, ohne dass uns die Grüne Partei ein Zertifikat abzwingt, dass wir ökoverantwortungsvoll oder gesinnungsverantwortungsvoll, das ist noch nicht. Ich sollte keine Ideen verbreiten, fürchte ich. Aber keine Sorge, wenn die schlechte Ideen haben, und die haben sie in großer Zahl, dann schwebt ihnen das mit Sicherheit auch schon ohne mein Stichwort vor. Wie bin ich jetzt darauf gekommen? Ach ja, das Frauenwahlrecht. Ich habe gesagt, ich finde das ein falsches Signal. Und zwar nicht, weil ich jetzt mich hier als Emanzipationsgegner darstellen möchte. Eigentlich verleiht man Sondertage für die, die noch nicht emanzipiert sind, die noch nicht gleichberechtigt sind. Also die, die man besonders fördern muss. Nehmen wir mal einen anderen Tag, der zwar nie Feiertag war, aber sagen wir mal ein besonderer Tag, der Christopher Street Day, also die Schwulenparade. Ich fände den Namen beschissen, Schwulenparade, aber es ist ja oft ein Paradieren von Schwulen und nichts anderes gewesen. Also in den letzten Jahren jedenfalls. Das Politische ist ja sehr in den Hintergrund gedrängt worden. Da konnte man sagen, gut, es gab erstens mal lange Zeit keine Gleichberechtigung, weil es gab ja Paragraphenbenachteiligung. Dann gab es auch noch, bis heute gibt es, ich möchte sagen, einen gewissen Rest an Diskriminierung. Also diskriminierungsfrei sind wir nicht. Man hat es in gewissen Arbeitsplätzen schwerer, nach wie vor. Und auch wenn das jetzt nicht so groß ist, dass ich jetzt eine Riesengeschichte draus machen möchte. Aber es ist, glaube ich, schon noch so, dass es Leute gibt, für die das nicht etwas ist, das so normal ist, wie dass meine Haarfarbe dunkelblond ist oder was weiß ich, also wie irgendeine andere Eigenschaft eines Menschen. Das ist es noch nicht. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man verargumentiert, man hat einen Gedenktag an eine Sache, die mal war, um sich daran zu erinnern, wir haben einen Kampf geführt und erinnern uns, wie hart er war. Das ist ja per se, auch wenn man zum Beispiel früher, ich fand es sinnvoll, dass man an besondere Tage aus Kriegen gedachte. Also zum Beispiel Sedanstag. Man gedachte an die Schlacht von Sedan, 2. September, war der große deutsche Nationalfeiertag früher, aus dem Deutsch-Französischen Krieg. Und auch andere große Tage aus Kriegen in alten deutschen Staaten hochhielt, mit Recht, weil man sich selbst, wenn der Krieg Geschichte war, daran erinnerte, was für ein Leiden man durchmachte, um zu einem Erfolg zu kommen. Und so finde ich es per se auch richtig, dass man selbst, wenn man sagt, gut, die Sache von beispielsweise Schwulen, Lesben ist ein bisschen was anderes, die waren ja rechtlich nie so benachteiligt, war ein langer Kampf, er war schwer, und einmal im Jahr machen wir einen Gedenktag, ohne dass es ein Feiertag sein muss, oder würde das auch gar nicht wollen und befürworten, aber die schwul sind, gedenken an diesem einen Tag, an die Schwierigkeiten ihrer Vorgänger. Wie gesagt, ähnlicherweise, wie man an Kämpfe, Kriege denkt und sagt, wir haben da einen großen Sieg. Das ist für mich ähnlich. Man erinnert sich dessen, auch wenn das in der Aktualität keine Rolle spielt. Man erinnert an die schweren Herausforderungen der Vorgänger, die Freiheiten erkämpft haben, die man hat. Das ist gut. In diesem Sinne ist per se auch die Existenz eines Frauentags für mich kein Thema. Aber dass es ein Feiertag ist, dadurch, dass man den Leuten freigibt, hebt man es ja in besonderer Weise hervor. Mehr als dass man nun sagt, heute ist Frauentag, alle, die dessen gedenken möchten, gedenken dessen. Sondern man macht für ein Geschlecht einen Tag frei. Das ist gut, das ist natürlich, nun alle haben an diesem Tag frei. Es haben ja nicht nur Frauen frei. Aber der Grund ist der Frauen wegen. Und das signalisiert eigentlich eher Ungleichberechtigung. Also solange es nicht auch einen Männertag gibt. Denn es ist ja, ich sage es mal ganz ehrlich, aus meiner Sicht werden Frauen eigentlich noch immer viel zu sehr verhätschelt. Da
Das ist etwas, was die meisten Feministinnen wahrscheinlich unerhört finden werden. Es ist aber so, jeder Mann wird das, wenn er ehrlich ist, auch wissen. Männer untereinander begegnen sich mit einer Härte, die die meisten Männer gegenüber Frauen letztlich doch nicht durchführen. Also wenn ich jetzt vom Normalo, vom Durchschnitt ausgehe, jetzt nicht vom Mann, der seine Frau schlägt oder so, das ist, weil die bringen dann immer so Einzelbeispiele, anekdotische Beispiele. Ja, ich kenne aber, was weiß ich, oder ich kenne eine Frau, die schlägt ihren Mann. Ja, wir kennen alle alles Mögliche, das ist aber anekdotisch. Es geht hier um statistische Häufungen. Die Realität ist einfach so, dass in unseren westlichen Gesellschaften Frauen immer noch eher verhätschelt werden. Wenn, jetzt stellen wir uns mal vor, so wie die Feministinnen sich aufführen, würde sich irgendeine Bewegung die Männer machen. Aus einem anderen Grund muss man sich jetzt ausdenken, was auch immer. Männer würden sich so verhalten, wie sich Frauen verhalten. In irgendeinem Zusammenhang. Gegenüber anderen Männern. Die wären doch unten durch. Die müssten froh sein, wenn sie nicht von ihren Geschlechtsgenossen in die Fresse kriegen. Diese Art von. Im Englischen gibt es das schöne Wort Entitlement. Also im Deutschen gibt es leider kein Wort, das die ähnliche, die gleiche, so mir jetzt bekannte, dass man sich so berechtigt fühlt, könnte man sagen. Jetzt muss ich direkt mal googeln. Also nach Google Übersetzer gucken. Entitlement. Ich bin ja leider, wie gesagt, schon viel zu oft im Internet, im Englischen zu Hause. Entitlement. Anspruch. Ein Anspruchsdenken. Genau. Also die viele Frauen in dieser feministischen Bewegung haben so ein Anspruchsdenken. Also was überhaupt auf linken Bewegungen, auch die in den ganzen Social Justice Warrior, wir haben einen Anspruch auf dies, auf das, auf das, auf das, wo ich immer da sitze und denke, von was leitet ihr denn ab, dass ihr das Recht auf diese Dinge gepachtet habt? Das ist zum Beispiel mit dieser Hassrede. Ich habe einen Anspruch darauf, nicht kritisiert zu werden. Sagen zum Beispiel die Muslime und ihre Freunde in der linken Seite. Sage ich, wodurch habt ihr denn den Anspruch erworben, nicht kritisiert zu werden? Diese Anspruchshaltung ist auf dieser Seite erschreckend. Ich denke als in partiell immer noch linker Mensch durchaus Menschen Ansprüche, sagen wir mal, wenn man die Menschenrechte nimmt, so, dass man mit dem anderen würdig umgeht, dass man keine Gewalt anderen gegenüber ausübt, solche Dinge. Dass man mit anderen Menschen auf Basis von Vernunft umgeht. Dass jeder Mensch das Recht hat, gehört zu werden. Oder dass, ganz wichtig, für jeden Menschen erst einmal die Unschuldsvermutung gilt bis zum Beweis des Gegenteils. Das ist etwas, wozu ich sage, hat jeder den Anspruch als Mensch. Und wenn man sozialstaatlich denkt, so, dass man nicht verhungert, verreckt in der Gosse, weil man arm oder alt oder irgendetwas in dieser Art ist. So. Darauf sage ich, haben Menschen einen Anspruch. Auf wie im Grundgesetz es heißt, was eine schöne Formulierung ist, also dass die Würde des Menschen, dass das würdige Leben in einem Staat für alle Staatsbürger garantiert wird. Darauf haben wir einen Anspruch vom Grundgesetz und den finde ich wichtig. Aber dieses erweiterte Anspruchsdenken, ja, ich habe Anspruch darauf, niemals kritisiert, ich habe Anspruch darauf, niemals kontroverse Dinge zu hören. Und mal ehrlich, die Frauen der feministischen Bewegung sind, die wollen auf einem Silbertablett behandelt werden, wie die Prinzessinnen. Das ist eigentlich das Unfeministischste, was ich mir jetzt so laienhaft vorstellen kann. Eigentlich sollte doch Feminismus Gleichberechtigung im Guten wie im Schlechten. Man ist zu Frauen so als Mann, wie man zu anderen Männern ist. Ich sag euch, wenn Männer in der westlichen Welt sich gegenüber Frauen so verhielten wie gegenüber anderen Männern, dann wäre Heulen und Zähneklappern unter dem Weibsvolk. Das kann ich sagen. Nein, ich bleibe dabei. Und jetzt möge man mir nicht, wie gesagt, mit anekdotischen Einzelbeobachtungen kommen. Im Ganzen, es gibt diese Frauenbewegung überhaupt nur, weil sie von Männern, ja, das sind ja Frauen. Lass die mal, sprich die mal nicht so hart an, weil es immer noch den Frauenbonus gibt. Gäbe es diesen Frauenbonus nicht, dann würden die
Männer wahrscheinlich ähnlich in der westlichen Welt reagieren wie in der islamischen Welt. Nur sagen, Weib, jetzt setzt mal den Schleier um und hältst mal die Gosch. Das wäre das Ergebnis, wenn Männer sich nicht zurückhalten würden. Aber weil Männer immer noch so erzogen sind, kultiviert oder also durch Kultur bedingt. So. Und dieser Frauentag ist nur ein Symbol für die Ungleichberechtigung und zementiert sie eigentlich eher, weil man immer sagt, ja, Frauen muss man extra schützen. Das ist ja mit der Thematik der Ausländer und der Muslime genauso. Man behandelt die Muslime wie eine zarte, empfindliche, schützenswerte, ein Pflänzchen. Ach, die Armen, denen darf man nichts sagen, den Snowflakes, den Schneeflöckchen. Den Muslimischen, die sind gleich gekränkt, wenn man ihnen was sagt. Oder auch in Amerika über die Schwarzen breitet man auch so einen Schutzmantel aus. Die muss man hegen und umsorgen und da darf man nicht sagen, weil das sind ja ganz zarte Pflänzlein, die durch jedes kritische Wort im tiefsten erschüttert werden. Das bedeutet umgekehrt, man nimmt diese Leute gar nicht für voll. Es ist, im Englischen gibt es einen schönen Ausdruck, the racism of low expectation, der Rassismus niedriger Erwartungen. Das heißt, die Linken in den USA erwarten von den Schwarzen, dass sie ohne spezielle Förderung es zu nichts bringen. Das ist der linke Rassismus. Weil denen werden immer noch spezielle Programme, wenn man schwarz ist oder was jetzt Latino auch betrifft, jedenfalls für Schwarze, wurde das eingeführt, spezielle Förderprogramme an Schulen und so weiter. Nun gut, das wurde vor vielen Jahrzehnten eingeführt zu einer Zeit, wo man sagen könnte, da war das vielleicht notwendig als Initialschub. Aber heute ist die Sache ja anders. Und das ist dieses, das ist wie wenn man einem Kind ewig am Radfahren die Stützräder dran lässt. Irgendwann muss man die einfach abnehmen. So. Es bedeutet ja nicht, dass man Leute ins Bodenlose. Man ist da mit der Ambulanz, wenn das Kind dann doch umfällt. So, also man lässt dann nicht, ist das Kind umgefallen und hat es halt darwinistisch versagt. So. Es ist dann darwinistisch ausgesondert worden. So herzlos ist man ja umgekehrt nicht. Wenn jemand fällt ins Bodenlose, sagt man, gut, sie sind sozial, wir helfen wieder auf. So. Aber zunächst mal lassen wir erstmal fahren, dann ohne Stützräder. Und die Vorstellung von Feministen, Ausländerfreunden, Muslimfreunden und diesem ganzen linken Zeug ist, diese ganzen Gruppen, Frauen, Schwarze, Muslime, Ausländer, Schwule sind so ein bisschen mittlerweile nicht mehr en vogue, interessanterweise, also in vielen linken Gruppen. Die muss man alle mit so einem Superschutzmantel umhüllen. Sonst schaffen die es nicht. Und das bedeutet eigentlich, dass man diesen Gruppen es nicht zutraut, es selber zu machen. Zum Beispiel, wenn man eine Quotenregelung. Quotenregelung beweist, Frauen können es nicht selber. Wenn man glaubt, Frauen schaffen es von sich selber, käme man nie auf den Gedanken auf Quotenregelung. Quotenregelung fordert man, wenn man meint, die Frauen packen es nicht. Wer ist dann da der Antifeminist? Oder wer ist dann da der Frauenhasser? Der sagt, nee, Frau, du packst das auch ohne speziellen Tag und ohne Stützräder. Oder die sagen, die Frauen schaffen es nicht, es sei denn, der Staat steht ihnen die ganze Zeit zur Seite. Welche von diesen beiden Gruppen ist die, die die Frau wirklich gering schätzt? Das sollte man mal vielleicht mal sacken lassen. Das Thema aber, das mich, ich glaube, wie lange keines mehr wirklich emotional runtergezogen hat. Wütend, traurig, alle Stufen des Horrors, war etwas, das sich in den USA ereignete. Dazu ist noch etwas kurz zu bemerken. Ich weiß, viele in Deutschland verfolgen das, was politisch sich in den USA ereignet, nicht. Teilweise aus Gründen der Sprachbarriere. Es ist im patriotischen Lager immer noch seltsam en vogue, nicht Englisch sprechen zu wollen, was vermutlich aus den historischen Ressentiments gegenüber dem angloamerikanischen Raum zusammenhängt. Für mich ist es aber eine reine eine Praktikabilität. Also wenn die Weltsprache Chinesisch wäre oder irgendetwas anderes, würde ich mich auch bemühen, sie zu lernen, wenn die Verkehrssprache des Internets irgendetwas anderes würde. Der Französisch beispielsweise war ja lange mal eine wichtige Sprache in Europa. Würde ich mich ganz klar um diese Sprache bemühen, weil ich im Diskurs am globalen teilnehmen möchte. Eine Sprache sprechen möchte, von der man erwarten kann, die meisten, denen man in der Welt begegnet, ob real oder im Internet, mit denen kann man da kommunizieren. Also wenn ich zum Beispiel, ich war ja zweimal in Japan, Japanisch konnte ich nicht,
Gut, die Japaner sprechen nur radebrechend Englisch, aber es war eine Verkehrssprache, mit der man sich irgendwie durchschlagen konnte. So, es ist eine Nutzanwendung. Zudem kommt auch hinzu, vieles, was in den USA politisch sich entwickelt, schwappt auch zu uns nach Europa, insbesondere nach Deutschland. Meistens zwar Gott sei Dank in gefilterter Form, aber eben doch. Wir sind nun mal durch das Internet heute eine globale Welt geworden, in der das, was irgendwo passiert, auch die Gedanken beeinflusst der Menschen bei uns. Insbesondere auch der Politiker, die sich vorbildmäßig oder abschreckend Dinge ansehen, was passiert in anderen Ländern. Ich versuche die Tat erst einmal den Hergang zu schildern. In den USA traten nochmal, in den USA vor dem Lincoln Memorial, übrigens, das ist ein großes Memorial für Abraham Lincoln in Washington, ein ziemlich schönes, kennt man vielleicht so vom Sehen her, da sitzt Abraham Lincoln in übergroßer Gestalt, in so einer Art Tempelbau. Und vor diesem Memorial trafen drei protestierende Gruppen aufeinander. Einmal waren die Akteure die Schüler einer katholischen Highschool, ich weiß nicht, sagt man da Oberschule im Deutsch vielleicht, also die waren so 15, 16 in dem Dreh. Ein Marsch von sogenannten Native Americans, also Indianern, und eine Gruppe, die jetzt schwer erstmal für uns zu fassen ist, die heißt Black Israelites, also schwarze Israelis. Dazu muss man Folgendes als Hintergrund wissen. Diese katholischen Schüler einer katholischen Schule marschierten wohl dem Vernehmen nach für einen Pro-Life-Marsch, also einen der Abtreibungsgegner. Die waren Teil eines Demonstrationszugs, gegen Abtreibung zu protestieren. Einige hatten diese roten Basecaps auf, diese MAGA-Hüte, also Make America Great Again, also diese. Donald Trump hat die ja als Markenzeichen in die Welt gesetzt und es gilt als ein Zeichen der Donald Trump-Anhänger. Die hatten viele dieser jungen Leute auf. Waren fast alles Jungs, muss man sagen. Nun weiß ich nicht, ob die eine Jungsschule ist, aber es scheint mir so, denn auch auf den Bildern, die sonst gekommen sind, gab es keine Mädchen. Also ich nehme an, es wird eine Jungenschule sein. Am Eck standen eine Gruppe dieser sogenannten Black Israelites, wozu man sagen muss, das ist eine super rassistische Gruppe. Und die haben diesen weißen Jungs extrem rassistische, das ist durch mehrfache Kameraaufnahmen bezeugt, krasse rassistische Äußerungen entgegengeworfen. Also auch anderer Art, weiß ich nicht, ihr seid alle schwul verreckt, ihr gehört erschossen. So, also Dinge, die man eigentlich als Linker extrem verurteilen müsste, solche Äußerungen. Dafür ist diese Gruppe bekannt, das ist auch nichts Ungewöhnliches, die Black Israelites, das ist eine Hassgruppe. So. Muss man ganz klar sagen. Und dann waren, aus welchem Grund, wofür die ursprünglich demonstriert haben, hat sich mir nicht erschlossen, war eine Gruppe, kam wohl eher zufällig in dieses Gebiet, weil die haben irgendwo auch für irgendetwas demonstriert, sogenannter Indianer, wie gesagt, im Englischen ist das nicht mehr üblich zu sagen, aber ich bleibe jetzt einfach dabei, mir ist das egal. Also Indianer. Und einer dieser Indianer, der hatte so eine Trommel in der Hand und bahnte sich einen Weg quer durch seine Mitdemonstranten und ging aus irgendeinem Grund geradewegs auf einen dieser weißen katholischen Jungs zu und trommelte ihm quasi direkt ins Gesicht, minutenlang. Worauf dieser weiße katholische junge Mensch von, wie gesagt, ich glaube 16 oder was, etwas verlegen lächelte. Das ist die Story. Nun mag man sagen, als unbefangener Mensch, der die Story nicht kennt, ja, mein lieber Caligula, was ist denn das für eine Story? Drei Gruppen treffen aufeinander, rassistische schwarze Israeliten. Man muss es so sagen, die Äußerung dieser Leute war rassistisch. Punkt. Eine Gruppe rassistischer schwarzer Israeliten, eine Gruppe Indianer, die trommelt, und ein weißer Junge, der irgendwie dümmlich oder verlegen oder schüchtern oder manche haben das auch als frech. Kann man. Das Lächeln Lächeln ist ja manchmal so eine Sache. Also Mimik und Gestik sind ja sehr schwer festzudeuten. Also ich weiß das als Soziologe aus einer Studie über die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, in der viele deutsche Mädchen mit ausländischen jungen Männern
anbandelten und die, da sagen wir mal, das Balzverhalten kulturell unterschiedlich war. Und es dort zu Missverständnissen immer wieder kam, weil die kulturellen Gegebenheiten, in welcher Geschwindigkeit man was macht, wie man signalisiert, was, wie der nächste Schritt sein soll, weil das in anderen europäischen Kulturen anders war. Also selbst innerhalb Europas ist Mimik, Gestik eine mitunter ganz andere Sache. Und deswegen ist es schwer zu deuten. Und dieses Lächeln ist irgendwie ein bisschen so, es hat etwas Mona Lisa-haft, Rätselhaftes, man weiß es nicht. Findet er es jetzt lustig? Macht er sich darüber lustig? Ist er verunsichert, schüchtern, weiß nicht, wie er reagieren soll? Man kann das so oder so interpretieren. Es ist aber, selbst wenn er sich darüber lustig macht, meines Erachtens jetzt auch, wäre es auch nichts Spektakuläres. Wenn mir mit 16 ein Indianer minutenlang ins Gesicht getrommelt hätte, hätte ich wahrscheinlich auch eher, ich hätte wahrscheinlich schallend gelacht. Ist er, was sind das für einer? Deswegen muss man ja nicht jemanden gleich unterstellen, dass er ein böser Rassist ist, der Indianern allen den Tod wünscht. Wenn man jung ist, hat man viele Dinge im Leben noch nicht erlebt. So. Deswegen genießen eigentlich junge Leute einen gewissen Schutz. Man verurteilt zum Beispiel auch junge Leute nicht so sehr. So, das ist, wäre, eigentlich wäre die Geschichte damit vorbei. Und jeder, der sie nicht gehört hat, wird sich jetzt fragen, was ist das für eine Geschichte? Mein lieber Caligula, warum hat dich das so aufgewühlt? Das Aufgewühlte war die Reaktion, was daraus gemacht wurde. Und was daraus gemacht wurde, ist eine beispiellose Hetze gegen einen unschuldigen jungen Mann, dessen Leben in einer schweren Weise beschädigt wurde. Der wurde durch die Medien gezogen. Das ist das rassistische weiße Gesicht Amerikas. Als Inbegriff alles Bösen wurde dieser Junge mit seinem schüchternen 16-jährigen Gesicht vor die Medien gezerrt. CNN-Leute, die bei CNN Reportagen machen, schrieben, diesen Jungen sollte mal jemand richtig zusammenschlagen. Schrieben, auf diese Schule sollte ein Schulshooting stattfinden. Ein Schulshooting, also das, wo so Amokläufer rumlaufen und wahllos Dutzende von Kindern erschießen. Dieser junge Mensch gehört am besten gleich umgebracht. Schrieben Journalisten, Blogger, Leute, die in diesen Medien schreiben, interviewen und herumgereicht werden als wichtige Persönlichkeiten. Einer, der für Disney arbeitet, schrieb das. Die sollten mal richtig zusammengeschlagen werden. Also die ganze linksliberale Elite. Bitte jetzt Elite nur als Faktizität, weil man hat die Macht oder den Einfluss. Dass man über das Abtreibungsthema dieser oder jener Meinung sein kann und dort die Emotionen schnell hochkochen. Aber das wussten die meisten, die dieses Bild sahen, nicht. Sie sahen nur das Bild, man kann das ja finden, wenn man danach googelt. Da ist so ein ein Indianer, der so trommelt, und ein weißer Junge, der etwas unsicher lächelt. So ist es jedenfalls, sehe ich das, was ich da sehe. Und für die, der überhebliche Weiße, vertieft von Hass, Rassismus, Bosheit, Niedertracht, alles Üble, fast schon ein Hitler. Am besten, man verprügelt ihn und alle, die dort standen, alle weißen Jungs. Oder am besten knallt sie gleich ab. Das schallte von zahlreichen Prominenten und Semi-Prominenten durch Twitter und durch die Webseiten und Gazetten. Könnt ihr euch vorstellen, wie das ist, wenn man 16 ist? Und durch das Internet geistern Tausende von Prominenten mit Todeswünschen gegen dich. Das ist etwas, was mich außergewöhnlich erschüttert hat. Nun kann man sagen, Amerika ist ohnehin etwas spinnerter und aufgeheizter und alles, kann man alles sagen. Ja. Aber Amerika ist eigentlich auch ein westliches Land. Ist eigentlich ein Land einer Zivilisation, in der so eine massive Entgleisung nicht möglich sein dürfte.
dass wir das überhaupt über Leute, selbst wenn der 30 gewesen wäre, erwachsen, wäre es eine Infamie. Aber wenn man sieht, das sind noch halbe Kinder und man hat nicht zumindest einen Funken Zurückhaltung. Vor allem, es war ja meistens wirklich nur das Standbild, das die Leute sahen, das Foto und dann die so, ja, das ist das Gesicht des Rassismus und alles an Fantasien wurde wie eine Explosion getriggert im Kopf dieser Leute. Da sind die neuen SS-Schergen. Es gibt in dem Roman 1984 von George Orwell einen Begriff, der nennt sich Face Crime, also Gesichtsverbrechen. In dieser düsteren Welt von 1984 ist es ein Verbrechen, einen bestimmten Gesichtsausdruck anzunehmen, der als nicht rechtschaffen gilt. Das ist in Orwells 1984 der sogenannte Face Crime, das Gesichtsverbrechen. Beispielsweise, wenn einer von der Partei, der 1984 den Ton angibt, etwas Wichtiges sagt und man würde dazu frech grinsen, wäre das ein Face Crime, ein Gesichtsverbrechen. Das ist die Denkungsart dieser Leute mittlerweile, die der faschistischen Terrorherrschaft von 1984. Es gilt ihnen als Verbrechen, ein bestimmtes Gesicht zu machen. Da hat der Junge noch gar nichts gesagt. Vielleicht hasst er Indianer. Aber selbst das wäre kein Verbrechen. Es wäre etwas, über das man sich ärgern kann. Im sinnvolleren Fall, wo man sagen könnte, komm, wir reden mal mit denen. Wo ist das geblieben, dass man erst einmal sagt, wir möchten erst einmal vernünftig mit der anderen Seite reden. Im Geiste, wie es zum Beispiel ein Martin Luther King getan hat. Zur Zeit, als es noch krasse Unterdrückung von Schwarzen gab. Der sagte, wir müssen reden. Wir müssen Offenheit, Toleranz, Liebe als Prinzipien der Befreiung uns auf die Fahnen schreiben. Selbst wenn ich das annehmen würde, der würde jetzt die Indianer sagen, also dumme Indianer oder so, dumme Rothäute, denken, was er nicht gesagt hat und wir nichts wissen. Also im Gegenteil, alles, was wir von ihm wissen, ist, dass das keiner seiner Gedanken ist. Dass man diskutiert, dass man fragt. Dass man wissen will, was ist passiert. Eine Grundneugier hat, wie ist der Sachverhalt. Sondern dass hier eine Mob-Mentalität mittlerweile herrscht. Ein Automatismus des Mobs, des Straßenmobs. Der wirklich an die dunkelsten Zeiten von SA und Gestapo und im Sowjetreich und in China, Rot-China, über das wir ja wenig wissen, also diese an Diktaturen erinnert. Dass es unbekannte Tweeter gibt, die sagen, schlag die tot, hätte ich als schlimm genug empfunden. Aber dass die sogenannte Prominenz, die Journalistik, Leute, die in diesen US-Medien dauernd als Interviewpartner, als Kommentatoren, als Autoren sogar fungieren, die in diesen ganzen Bereichen Hollywood, Disney und so weiter Positionen einnehmen, sich dazu hinreißen lassen, Gewaltfantasien, Mordfantasien über 16-jährige Schüler zu verbreiten. Das hat mich zutiefst erschüttert. Denn wenn das möglich ist, sind wir von der echten Barbarei ja nicht mehr sehr weit entfernt. Dann ist der Punkt, an dem man sagt, wir treten in einen richtigen Faschismus, Stalinismus,
wieder ein, dann ist der Punkt ja nicht mehr weit. Das muss man leider sagen. Also in den USA. Und wenn sich die USA in eine solche Richtung entwickeln würde, hätte das auch für Europa gravierende Folgen. Ich erinnere an den Fall von Herrn Magnitz, als es zwar noch Residuen der Anständigkeit gab. Der Bundespräsident sagte, das geht nicht. War gut. Die Reaktion im Ganzen war, dass man sagt, okay, gut, es gab sinnvolle Bekundungen, so geht's nicht. Aber doch auch immer, aber Nazis raus, sagte Cem Özdemir. Und der Begriff Nazis raus, was heißt raus? Kann per se auch heißen, auch raus auf die Fresse. Ich bin von jeher ein Feind von diffusen Begriffen gewesen, von denen man nicht weiß, was sie heißen, die alles heißen können und nichts. Hass, Hetze, Nazis raus sind drei Begriffe, die eigentlich in einer vernünftigen Diskussion nichts verloren haben. Das ist wie toxische Maskulinität, ist auch so ein Begriff. Diese Begriffe können alles und nichts bedeuten. Vor allen Dingen, sie sind auch kaum widerlegbar, weil sie so vage sind. Wenn dir jemand sagt, deine Worte sind Hass, das ist etwas, das so vage ist, dass es kaum widerlegbar ist, da es eben alles bedeuten kann. Ich kann sagen, das Wetter ist scheiße, dann ist das Hass. Und wie gesagt, seht euch das Bild dieses weißen Jungen an, der nur die Mundwinkel etwas verzog. Das ist dann schon Hass. Hass ist ein so vager Begriff. Hetze. Genauso wie gesagt, toxische Männlichkeit. Was ist denn das? Das kann alles sein. Und das ist auch genau der Sinn. Es ist nicht zufällig vage, es ist absichtlich vage, um es gegen alles als Instrument verwenden zu können. In der Wissenschaftstheorie bin ich ein großer Fan von Karl Popper, weithin auch in der politischen, siehe offene Gesellschaft und ihre Feinde. Karl Popper hat in der Wissenschaftstheorie gesagt, das Wichtigste ist, dass eine wissenschaftliche Theorie falsifizierbar sein muss. Das heißt, ein wissenschaftlicher Satz muss so formuliert sein, dass er an der überprüfbaren Wirklichkeit scheitern kann. Einfaches Beispiel. Ich stelle die Theorie auf, Schwäne sind weiß. Das ist eine Theorie, ein Theorem. Dann gehe ich hinaus und stelle fest, es gibt schwarze Schwäne. Ich falsifiziere, ich widerlege das Theorem. Der Satz gilt als ein wissenschaftlicher Satz, weil er widerlegbar ist. Ein nicht widerlegbarer Satz ist allerdings nicht wissenschaftlich. Beispielsweise, es gibt Gott. Das ist kein wissenschaftlicher Satz, weil man kann es nicht widerlegen. Oder das Leben ist schön. Oder das Leben ist schrecklich. Sind keine wissenschaftlichen Sätze, weil das kann man nicht widerlegen. Nur falsifizierbare Sätze sind wissenschaftlich. Nun kann man im Privatleben und zu einem gewissen Grad auch im politischen Leben natürlich mit Sätzen handeln, die nicht streng wissenschaftlich sind. Wenn wir aber zur Rechtskeule greifen oder dazu sogar leben, das Menschen von Leben zu ruinieren, was ich per se sagen würde, Moment mal, das geht mit mir nicht, aber gut, wenn wir sagen, dort sind Menschen, die so furchtbar sind, dass wir sie mit allen Mitteln bekämpfen müssen, dann möchte ich mich auf dem hundertprozentig gesicherten Boden der Logik bewegt sehen. Toxische Männlichkeit gibt es nicht. Hass, Hetze gibt es nicht. Das sind so dehnbare Begriffe wie ich fühle mich gut und ich glaube an Gott. Das ist nur persönlich wahr, nur für das Individuum. Ich glaube an meine Götter, andere an ihren. Einige sagen, das Leben ist gut, andere sagen, das Leben ist schlecht. Darauf gibt es keine Antwort, die für alle gültig sind.
Es ist nur eine persönliche Betrachtung der Welt. Wenn ich sage, deine Männlichkeit ist toxisch oder die Männlichkeit von Männern ist toxisch, dann ist das genauso wie zu sagen, Jesus ist der Erlöser der Menschen. Oder das Leben ist schön. Das ist rein individuell. Es gibt keinen objektiven Maßstab, um das eine oder das andere zu beweisen. Ergo taugt es als Gesetz, als politisches Handeln oder als Grund für politisches Handeln gar nicht. Nur logisch erfassbare Dinge. Falsifizierbare, widerlegbare Sätze. Denn der Aussage, deine Maskulinität ist toxisch, wie widerlegst du die denn? Wie beweist du, dass deine Maskulinität nicht toxisch ist? Das lässt sich nicht widerlegen, dieser Satz. Und die, die ihn sagen, wollen ihn gar nicht widerlegt sehen. Sie begeben sich nicht in einen wissenschaftlichen Diskussionsraum, in dem sie sagen, ich glaube, Maskulinität ist toxisch. Jetzt beweist mir das Gegenteil und es ist keine ergebnisoffene Debatte. Sondern es wird von einer Seite autokratisch festgelegt, dass dem so sei. Durch die Macht, die sie haben, durch den Einfluss, die sie haben, können sie das einseitig festlegen. Das ist das Gegenteil der freien Gesellschaft, das ist das Gegenteil von Demokratie, das ist Meinungsdiktatur. Eine Seite legt fest, Maskulinität ist toxisch. Eine Seite legt fest, das und das über Migration zu sagen, ist Hass, ist Hetze. Das legt eine Seite fest und zwingt es der anderen auf. Es gibt keine Diskussion darüber. Es wird festgelegt, autoritär. Und es ist auch ein solcher Begriff, der so schwammig ist, also all diese Begriffe sind so schwammig, es lässt sich ihnen nicht erwehren. Wenn mir jemand sagt, du bist ein Mensch voller Hass, wie kann ich das widerlegen? Ich kann es nicht. Ich kann ja nicht mein Innenleben ausbreiten auf einem Tisch. Mein Innenleben ist mein Innenleben. Es ist nur mein eigenes. Es ist nur für mich sichtbar. Wenn also jemand anders sagt, ich weiß, du bist ein Mensch voller Hass, das kann ich gar nicht widerlegen, durch nichts. Oder was ist dann Hetze? Alles, was ich kritisch sage, kann per se Hetze sein. Denn wenn ich sage, weiß ich nicht, der Kaffee ist mir zu kalt, dann hetze ich gegen, ich weiß nicht, die Thermodynamik oder die Kaffeehersteller oder was auch immer. Das sind keine Begriffe, auf denen man politisches Handeln begründen kann. Und solche Maximen, solche Vorstellungen sind heute normal geworden. Schuldig bei Verdacht, es wird umgekehrt. Dass wir sagen, jemand gilt unschuldig bis zum Beweis, das Gegenteil hat gute Gründe, weil nämlich die Unschuld schwer zu beweisen ist, wenn die Richter alle vorher schon sich auf die Schuld fixiert haben. Jede historische Erfahrung zeigt uns das. Dass die Umkehrung der Schuldbeweislast, und das meine ich jetzt nicht nur vor Gericht, sondern auch im allgemeinen Umgang miteinander, das gilt, das ist ein Prinzip, das ich nicht nur im Juristischen sehen möchte, sondern im generellen Umgang der Menschen miteinander. Dass wir uns wieder entgegensehen, in die Augen sehen und zunächst einmal nicht böse Motive voneinander sofort annehmen. Wenn wir alle im Umgang miteinander in einer Gesellschaft annehmen, der andere ist böse, dann ist das Gesellschaftliche am Ende. Dann ist das das Ende der Zivilisation. Ich kann auch auf Luhmann verweisen. Vertrauen ist die Grundlage aller Gesellschaft. Wenn wir das nicht mehr bieten, wenn dieses Grundvertrauen entzogen wird, dann ist der Krieg vorgeschrieben. Denn die einzige Alternative zum Gespräch ist der Krieg. Wenn eine Seite sagt, wir diskutieren mit der anderen nicht mehr, wie es die Linke mit den Rechts der Mitte gemacht hat, dann kann die andere Seite so und so lange das geduldig über sich ergehen lassen. Ja. Oder die linke Seite kann so viel Macht ansammeln, dass sie die anderen vernichtet, physisch am Schluss. Denn darauf läuft es in der Geschichte ja immer hinaus. Die andere Seite begnügt sich nie damit, nur die eine mundtot zu machen. Darauf kann ich euch Brief und Siegel geben.
Wenn mancher jetzt glaubt, nicht niemand von den Kanalzuhörern, dessen bin ich mir sicher, aber viele da draußen, die mir nicht zuhören und die zwar auch an sich unserer Meinung sind, aber sagen, gut, ich halte meine Klappe und habe meinen Frieden. Denen kann ich sagen, diktatorisch-autokratischen Mobs ist das Schweigen der anderen Seite niemals genug. Nie. Zumal es, und das lehrt zum Beispiel Archipel Gulag, sehr empfehlenswert, gerade das zeigt, dass du schweigst, war den stalinistischen Mördern nicht genug. Es hat nicht gereicht, dass du schweigst. Das verselbstständigt sich in einer Weise, sie wollen dich dann vernichten, physisch. Und dass die Fantasien in Amerika einem 16-jährigen Jungen gegenüber schon so ungezügelt sich verbalisieren dürfen, zeigt, dass das richtig ist, dass diese Befürchtung nicht übertrieben ist. Was heute Fantasie ist, verbal, kann morgen Realität sein. Und ein aufgepeitschter Mob, eine aufgepeitschte Masse, die kennt kein Halten mehr. Das ist wie eine Lawine. Geht die mal ab, dann ist, wie man im Deutschen so schön sagt, Polen offen. Ich habe das letztens mit einem gesprochen, der mir sagte, ja, es gibt ja welche, die das genau wollen. Das sagen sehr viele und das mag sogar so sein. Es ist vermutlich so. Es gibt Leute, die wollen hier den Bürgerkrieg. Also ich meine jetzt an den Spitzen der Linken. Die glauben, unsere westliche Gesellschaft ist so böse, patriarchal, kapitalistisch und so weiter. Und man muss die westliche Gesellschaft in eine Selbstvernichtung treiben. Dadurch, dass man Menschen gegeneinander aufhetzt und alle Verständigungschancen untergräbt. Es gibt ja in der Menschheitsgeschichte immer wieder Punkte, in denen Menschen über ihre Schatten gesprungen sind und gesagt haben, wir dürfen jetzt den Konflikt nicht weiter treiben. Wir gehen an den Verhandlungstisch, an den Gesprächstisch. Aber es gibt Mächte, ich sag's mal so ganz allgemein, die alles tun, um diese Möglichkeit zu verbauen. Das ist sehr erfolgreich fortgeschritten. Was einer der Gründe ist, weshalb ich gesamtpolitisch gesehen sehr skeptisch bin und außer durch ein Wunder des Himmels oder einen unvorstellbaren geschichtlichen Zufall kaum einen Ausweg daraus sehe, dass es zum gewaltsamen Konflikt kommt. Das ist etwas, was mich auch nach all den Jahren, in denen ich mich damit beschäftige, immer noch erschüttert. Weil ich denke, für was? Wozu? Ich glaube, niemand wird am Schluss davon einen Nutzen haben. Nein, auch nicht die Eliten im Hintergrund. Auch nicht die Illuminati oder Freimaurer oder wer auch immer ihr glaubt, dass dort sitzt und die Strippen zieht. Das Wesensmakel einer Hölle auf Erden ist, dass sie eine für alle ist. Denn auch, ich weiß, einer sagte mir das, ja gut, die ganz Reichen, die sitzen dann hinter hohen Mauern in ihren geschützten Gebieten. Aber eine Burg, die Geschichte von Burgeroberungen lehrt das. Eine Burg ist nicht nur etwas, das das Böse draußen hält, sondern dich auch festsetzt. Eine Mauer, die dich schützt, ist auch immer zu einem gewissen Grad ein Gefängnis, gerade wenn es sehr eng ist, wie eine kleine Siedlung für Reiche. Denn A, du kannst nicht mehr hinaus und B, du weißt nicht mehr, was ist da auf der anderen Seite los. Man kann sich so, es gibt so immer wieder, letztens kam so eine hübsche Geschichte über die Belagerung, da so eine Doku im, weiß ich auf welchem Sender, über die Belagerung von Krak de Chevalier heute in Syrien. Und das zeigt das. Da kann man die tollste, beste Burg der Welt haben. Das nützt nur bedingt. Und letztlich sind die Menschen in Burgen in den jeweiligen Situationen auch tagtäglich Opfer ihrer Angst. Wenn die Gesellschaft also auf Schussfahrt geht,
dann ist zwar das Leben in diesen Fluchtburgen für die Reichen wahrscheinlich schöner, aber es ist eigentlich auch kein Leben, das ich haben möchte. Also besser drin als draußen, wenn es soweit kommt, kein Thema. Aber es ist ein Schrecken für alle. Denn wie die Geschichte lehrt, halten solche Enklaven der Reichen auch nicht lange. Siehe, sollen sie doch Kuchen essen, ne? Das geht auch nur so und so lange gut. Manche von den Superreichen haben das auch erkannt und warnen dann davor. Aber wer will schon auf warnende Leute hören? Das ist seit allerältester Zeit nie die Stärke der Menschen gewesen. Gut, ich schließe es jetzt damit ab. Bis hier zum Wochenende ist ja noch. Hoffe, ihr habt eine schöne Restwoche, eine erbauliche, trotz der düsteren Zeit. Und hoffe, wie immer, ihr bleibt mir gewogen.